Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Star Wars Battlefront. Und heute spielen wir Walker Assault. mit dem Imperium in der Jundlandwüste. Also auf Tatooine. Auf Tatooine. Und ja, mal schauen. Ich habe gerade nochmal eben wie immer meine Proberunde gespielt. Wie ich das schon länger mache. War jetzt nicht das Beste, aber es war jetzt auch nicht Platz 18, sondern Platz 17. Nein, aber ja, wir sehen jetzt hier mal, also eigentlich mag ich die Map nicht so gerne. Auf der anderen Seite ist sie recht gut für Sniper-Waffen. Wir müssen mal gucken, inwiefern jetzt uns hier das behindert. Komm, vielleicht holen wir den. Hey, schade. Doch. Nein, wir holen ihn nicht. Aber wir rücken trotzdem vor. Holen wir den? Nee, schade. Den holen wir uns. Ja, schön. Es war auch... Wäre schön, wenn wir auch mal einen Held spielen würden. Jetzt in der Serie auch direkt. Mal, oh, wie sie hier kommen, und jetzt ist einfach keiner mehr da. Da scheinen also jetzt ein paar Mal vorzurücken, wie ich annehme. Einer unserer Spitzel in der Unterwelt meldet, dass der Schmuggler Solo in eurer Nähe ist. Lasst ihn nicht entkommen. Okay, hier scheinen die ganz gute Arbeit gemacht zu haben. Ah, hier ist einer. Komm. Ah. Ich wollte schon sagen, das wäre auch heftig. Oh, komm. Oh. Ja, okay, da habe ich dann keine Chance. 1-1. Oh, das ist nicht. Vielleicht, wenn ihr das seht, ist es einer. Warte mal. Es ist einer im Server bei den Rebellen, der auch in Helden und Schurken im Server war. Daran seht ihr schon, ist relativ direkt darauf folgend. Und der war in der letzten Runde Darth Vader, glaube ich. Also, wenn ihr es wisst, in die Kommentare. Ist auch sinnlos im Grunde, aber den Zielschuss habe ich auch gerade erst überholt. Laut unserer Messungen ist der feindliche Uplink offline. Komm, holen wir. Schade. Schön. Ich finde irgendwie diese Aktivkühlung echt unnötig. Ich finde, die macht echt null. Bringt einem nicht. Also, wenn das die Aktivkühlung ist, das will ich, dass ich hier Viereck nicht X drücken muss. Ich bin ja immer noch hier mit meinen beiden Konsolen. Ich bin immer noch in der PlayStation 4 Tastenbenennung. Mal gucken, ob wir was reißen. Nein, leider nicht. Stattdessen werden wir geholt. Nö, auch nicht. Ich habe gerade echt... Oh, jetzt müssen wir eigentlich geholt werden. Wo ist er denn? Ja, wir haben ihn noch Oh, krasser Name. Die T21 ist natürlich im Nahkampf recht gut. Muss man ganz klar so sagen, weil wir eben auch... über eine unglaubliche Feuerkraft verfügt. Aber die IE3, also Bobas Blast, ich hole gleich meinen Blast da raus, ist auch ziemlich gut. Wer ist das? Oh, ja. Hier kennt man in AT-AT, das kann man nicht mehr schaden. Das wäre ja mal auch was gewesen, was man sich mal... Deswegen mag ich die Map eigentlich nicht besonders, weil man eben genau deswegen immer von den Rebellen geholt wird, weil die eben halt immer bessere Tarnung haben. Außer auf Hot, finde ich. Und im guazuanischen Übland. Also Friedhof der Giganten ist es. Oh, 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 oh. Komm, wir haben's.
Austausch, natürlich. Ja, sehr schön. Bam. Ja, was geht jetzt hier ab? Ja. Jetzt wählen wir die Macht der dunklen Seite. Bam, bam, bam. Seitenlicht. Böse, wenn ich sofort verscheiße. Aber... Ich glaube, das ist der dritte Song dieser Endo-Lieder. Schnell pacen wir über, damit uns auch niemand holen kann. Keiner uns schadet. Vielleicht hätten wir den Part nehmen sollen, hätten wir zeigen können. Aber jetzt ist egal. Komm. Schnell. Darth Vader. Vorrücken. Wir rücken weiter vor. Ihr seid nichts, Abschaum. Ihr habt keine Chance. Keine Chance. So, ich bin fast down. Aber wir haben... Diese verräterische Prinzessin ist... Mir fällt nicht auf. Das ist deine Tochter. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Angriffspunkt ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich sollte vielleicht warten, bis der Uplink wieder aktiviert wurde und dann von hinten angreifen oder ähnliches. Das ist vielleicht die bessere Version. Mal gucken, was wir hier haben. Jo, was ist hier los? Warum kommen wir nicht hoch? Ich weiß es nicht. Gut, dann werde ich jetzt mal komplett die Seite wechseln. Wir vergeuden zwar Zeit, aber mit 12.3 lässt sich doch das Ganze hier leben. Ich gehe jetzt komplett hinten rum, damit ich nicht geholt werde. Er kann auch mal schneller rennen hier. Vielleicht hätte ich Puppa nehmen sollen. Nein, Vader hat schon seinen Job gemacht. Ich weiß es nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Wir dürfen jetzt... Oh, jetzt ist der Uplink aktiviert. Aber hier unten können wir definitiv was reißen. Wir werden vorrücken. Und... Dem Imperium zu trotzen war ein Fehler. Genau. Ich habe fast keine HP mehr. Wir haben keinen Schaden erlitten. Ich rücke jetzt mal mit vor. Scheiße! Das war zu wenig. Aber ein paar haben wir wenigstens weggeholt. Jetzt können wir wenigstens... Das war ja mal wieder was. So. Wo ist denn die Rebellion? Platz 9 sind wir. Dann waren wir mit dem Nummer. Okay, wir haben auch. Das ist jetzt nicht unbedingt. Wir hätten auch einfach drauf gehen können, aber dann hat meine Taktik nicht funktioniert. Ist hier irgendjemand? Nö. Hier ist keiner. Da ist einer. Doch nicht. Die Rebellen schicken Luftunterstützung. Ach komm. Ah, schade. Den haben wir. Och komm. Diese Sniper, Leute. Diese Sniper Passies, wie ich zu sagen pflege. Ja, er hat keine Chance gegen meine EE3. Vielleicht hat er doch schon. Okay, das war weniger geschickt. Einfach mal aufstellen. Hallo. Oh, oh. Er zeigt mir nichts an. Was ist hier los?
der aufständische Jedi Skywalker. Oh. Er ist in eurer Nähe. Feuert bei Sichtkontakt. Komm, holen wir uns den. Ja, warum eigentlich? Ach komm. Sowas finde ich doch immer lächerlich. Aber wenn wir jetzt nicht geholt werden, dann ist hier irgendjemand echt schlecht. Jo, zwei werden gespawnt. Richtig unfair, ganz ehrlich. Dann wird auch noch sein Partner genau in dem Moment gespawnt. Das ist doch Luck. 14, 6, Platz 10, naja, genau in die Mitte. Und? Was heißt das? Ach komm. Gegen zwei Leute, da bin ich noch machtlos gegen. Ja, verdient. Okay, Lucky Punch. Ich sehe jetzt jemand, ja. Wie sie hier alle rauskommen. Wie sie hier alle. Okay, dann danach ist es dann eh vorbei. Haltet diesen Uplink. Ohne ihn können die Y-Wings der Rebellen eure Position nicht bestimmen. Ich habe jetzt gerade den AT-ST extra nicht genommen, weil ich ehrlich gesagt finde, dass der jetzt nicht so viel Spaß macht. Ich finde fast, dass es als normaler Trooper am meisten Spaß macht. Was haben wir? Komm, irgendwas Krasses. Ja, ach komm. Eine lächerliche Blasterkanone. Wie gesagt, ich hol gleich. Ich hol gleich meinen Blaster raus. Hier ist mein Partner. Okay, hier wird einer abgeschossen. Der wird aber geholt von uns. Och komm. Ich hole gleich meinen Blaster. Das wäre natürlich super. Feindkontakt? Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist denn hier Orbitalangriff? Ach da. Ah, DF44, ja, es war klar, komm. Wenn du irgendwann so weit bist, dann nimmst du natürlich auch die OP-Waffe schlechthin. Hier, das ist ja hier. Wo? Von hier, hier locker. Einfach mal sinnlos reinrennen, seinen Tod provozieren. Und wir dafür wenigstens noch. Oh, da ist ja einer. Sehr schön. Blastergewehrserie. Haben wir sonst nichts geholt? Was? Wir haben nur so wenig? Oh. Ja, komm. Oh, wieder dieser krasse Name. 1810. Ja, das ist okay. Obwohl wir eigentlich nicht viel gemacht haben mit unserem Blaster. Wenn wir weiter hinten, aber hier ist doch wir einer. Oberfett zur Unterstützung rekrutiert. Ich schaue immer noch, ob hier rechts einer ist. Schade. Ich werde eventuell noch tiefer hochladen, und zwar werde ich ein neues Squad machen mit Aero wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, wie es läuft. Wenn es gut läuft, dann ja. Falls es nicht gut laufen sollte, dann nicht. Aber eigentlich steht alles auf ja. Hier unten sind sie. Komm. Komm, ich habe heute noch gar nicht den Zielschuss abgefeuert. Aber habe ich ihn schon abgegradet. Ein paar Böller. Sind doch nur Böller. Ja, wir haben ihn noch geholt. Ne? Das bringt nichts, wenn er sich da hinten verkammt. Und wartet, bis wir hier vorrücken. Wir können ihn auch so holen. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Ah, das wird uns jetzt was geben. Aufpassen, Rebell! Sehe ich doch auch, komm. Ja, ist doch lächerlich. Und er wird sofort mit 0% nascht er mich. Das kennt man doch von wem? Von Pans Zombies Garden Warfare. Super Englisch, das nur nebenbei. Einfach nur optimale Aussprache. Hashtag Fathead Passies. Schon wieder hier. Was ist das eigentlich für ein Krater? Okay, ja, cooler Krater. Morgenkrater. Sehe ich auch. Nicht. Oh, wir haben einen geholt. Oh, hier sagt er hier Feuermarsch. Haltet sie auf nach feindlichen Einheiten. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hasse es, wenn man da keine Gegner sieht.
Ach ja, hier, das hasse ich auch. Komm, wir feuern einfach sinnlos in die Menge rein und werden geholt. Ach wirklich. Wie Grennen 98. Irgendwann in der 80. Folge, falls es sie geben sollte, ehrlich gesagt, habe ich noch nie eine 80. Folge rausgehauen, aber man weiß es ja nie. Vielleicht wird dann ja mal, werde ich dann ja irgendwann mal Platz 1 belegen, was in diesem Spiel echt schwer ist. Die Rebellen haben die Uplink-Station aktiviert. Also bei Plants vs. Zombies brauchte ich auch etwa, oh, der Typ war doch schon in der letzten Online. Dann ist er wieder rausgegangen. Was sucht er denn? Rebellen-Uplink deaktiviert. Weiter nach Plan. Aber man muss ja eigentlich schon hier durchgehen online sein. Sonst ist man hier nicht überlappen, ne? Nein, natürlich nicht. Ja komm, wo? Och komm. Ey, ganz ehrlich, da ist er wieder. Der Lord Vader. Ganz ehrlich, das ist doch einfach... Er fliegt einfach da lang und ballert rein. Effiziente Hybridrakete. Aber das sollten wir eigentlich ohne... Wir sind immer noch 10, obwohl wir gar nichts mehr holen. Sieht man, dass wir gut sind. Wehe, er holt mich locker wieder weg. Nee, das wäre auch zu lackig gewesen. Ich rück gleich auch vor. Haben keinen geholt. Die ballern alle den Kampfläufer ab. Da ist er wieder. Hier, unsere... Mann, Lack hat der hier. Wir hätte da nicht irgendein Heini in Orbitalangriff. Ja, jetzt rennen sie hier weg. Da können sie nicht mehr anders, als hier wegzurennen. Ich fliehe ja schon. Okay, damit ist das gegessen. Leider... Was? Ja, aber der 1613er ist über uns. Warum? Ich weiß es nicht. Ich sag immer, ich bin immer zwischen 13 und 7. Das ist eigentlich ganz normal bei mir. Aber wir hatten... Okay, 40 Kills ist natürlich schon krass. Rise Falcon war in der Proberunde auch dabei. Okay, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Hier seht ihr meinen Rang und was wir gekriegt haben. Nicht wirklich viel. Aber, ja. Wir sehen uns in der nächsten... Oh ja, das ist ihr Doppeltes. Und damit kriegen wir sogar über 1000 Credits. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.